leichter und stärker als beim klassischen größeren Jet, ist der natürlich viel mehr Gewichte bewegen und setzen muss. Ja. Die Geräuschkulisse ist nochmal eine andere als in der normalen Kabine. Man hört das deutlich leiser. Wir werden gleich, wenn die Anschnallzeichen aus sind, gibt es noch einen sogenannten Noise Curtain, einen Lärmvorhang, den wir auch noch vor die Tür gleich machen. Und dadurch wird es dann nochmal leiser. Also der hält unheimlich viel ab, weil unheimlich viel von der Lärmentstehung, Geräuschentstehung, kommt durch die Ceilings, die wir haben, also bei der Tür, die praktisch die Kabine abschließt. Also wir haben jetzt einen wunderschönen Blick hier auf den Zürichsee, auf Zürich, auf die Alpen. Rasenmähergeräusch vielleicht von den Triebwerken, weil die Frequenz höher war. Muss man das gleich nochmal fragen. Ja, das ist immer so. Noch mal. Okay. Das, genau, vorhin war es so. Das ist bei der sehr hohen Umdrehung der Triebwerke, weil die Leistung natürlich beim Start am höchsten ist und dann wird sie praktisch mal rausgehen, werden die Gase schon ein Stück weit wieder rausgenommen. Und dann wird der Winkel verändert und dann nimmt man Geschwindigkeit auf. Das Jet fliegt ungefähr knapp 800 km/h.